Man stellt jetzt einfach hier die gewünschte Entfernung ein, ich sage jetzt mal 2 cm, dreht fest und kann jetzt wunderbar einfach die Markierung machen, wie man sie haben möchte. Und sie sind garantiert auf allen Seiten gleich. Alternativ kann man das Ganze auch einfach verwenden, um eine Linie zu ziehen. Ich habe hier ein Reststück einer Terrassendiele aus Mooreiche, die ist 15 mm stark. Dann habe ich hier ein Eichenfurnier, und zwar 2 mm dick, und ja, ein neues Lineal, eine M5 Gewindestange und hier so eine passende Schraube da drauf. Und daraus baue ich mir jetzt einen Linealanschlag. Ich habe mir meine Fräse, meine Dremelfräse jetzt hier eingerichtet und werde jetzt mal hier die Oberseite wegfräsen. Das Teil hat jetzt 11 x 3 cm und ist 11 mm dick. Ich habe jetzt auf einem Plätzchen genau die Mitte angezeichnet und die Breite des Lineals. Und jetzt werde ich einfach hier mit einem Cuttermesser entlang gehen. Das Lineal ist nur 0,5 mm dick, deswegen braucht es eigentlich nicht viel Material, was ich hier rausholen muss. So, jetzt ist das geklemmt und wenn ich das auf der einen Seite loslasse, kann ich das schieben und so ist es geklemmt. Wunderbar. Das ist jetzt die Oberseite und auf der Oberseite bohre ich ein 5er Loch, weil ich eine M5 Gewindestange verwende. Das ist die Oberseite mit dem Lineal und hier tauche ich mit einem 4er Bohrer 9 mm tief ein. Mit einer anderen M5 Schraube bohre ich jetzt einfach hier ein Gewinde vor. Weil ich die zweifarbige Optik mag, werde ich jetzt hier einfach noch ein Stück ausschneiden und aufleimen. Ich habe nachgemessen, dass die Gewindestange 30 mm lang sein muss und das werde ich jetzt mal abschneiden. Das Gewinde habe ich provisorisch eingesetzt und ja, jetzt kann ich den Kleber auftragen. So, das Lineal stecke ich durch. Falls sich da Kleber gesammelt hat, drücke ich den damit raus. Es ist jetzt schön miteinander verleimt. Jetzt mache ich die Seiten noch schön gerade und werde danach die Kanten noch fräsen. Jetzt wird es noch fein geschliffen mit 180er, 240er und 320er. Hier habe ich noch einen 400er und danach wird es dann nur noch eingeölt und dann ist fertig. Ich habe entschieden, hier an die Gewindestange noch ein bisschen Kleber dran zu machen, und zwar endfest 5 Minuten, und das mache ich hier ein bisschen dran und dann wird das einfach nur eingeölt.